für den gesperrten André Strulze. St. Pauli in Weiß mit braunen Streifen, trotzdem die Gäste alles andere als ängstlich hier auf dem Tivoli. Dabei durfte klar sein, dass Alemannia Aachen heute Vollgas geben würde, nachdem es ja beim letzten Heimspiel den Protest der Fans gegeben hatte. Alemannia wollte die Herzen zurückgewinnen und das geht auf dem Tivoli am besten über den bedingungslosen Einsatz. Oliver Kajas, der hier nachsetzt gegen Heinz Weber, das sah böse aus. Der Keeper aber hatte rechtzeitig abgehoben und dann die faire Geste von Weber. Er machte Schiedsrichter Hermann Albrecht gleich klar, dass er nicht getroffen wurde. Trotzdem, solche Kung-Fu-Einlagen gehören nicht auf den Fußballplatz. Aber damit war hier ein Zeichen gesetzt. Es sollte eine kampfbetonte Partie werden. Von Beginn an ging es hitzig zur Sache. Stefan Lemmermann, Bernd Rau und Heinz Weber. Der FC St. Pauli hielt dagegen. Seit dem 17. Spieltag sind sie auf einem Aufstiegsplatz und da wollen sie nicht mehr weg. Es ist Rahn. Und dann Bürger. Der Ball ist drin. 0:1. 11 Minuten gespielt. Henning Bürgers erster Saisontreffer überhaupt. Ein ganz krummes Tor. Es war der erste Schuss auf das Tor von Alemannia Aachen. André Lenz kann es nicht fassen. Eigentlich gar nicht mal so gefährlich, aber André Lenz haut sich das Ding selber rein. Ganz leicht war der Ball abgefälscht von Megle und dann springt er Lenz an den Oberarm. Bitter für Aachens Keeper. Der geht ja nach Cottbus und wollte sich hier mit einer guten Leistung verabschieden und dann sowas. Aachen also mit dem ersten Gegentor in diesem Jahr zu Hause. Aber das stachelte den Kampfeswillen erst so richtig an. Ugur Inzemann. Allerdings fehlten vorne Shihoi, der ist bei den Asienspielen, und Diane verletzt am Meniskus. Nur diese beiden haben in den letzten 9 Spielen für Aachen getroffen. Wer sollte sie heute ersetzen? Das Spiel Mitte der ersten Hälfte emotionsgeladen. Aggressivität war spürbar bis auf die Tribüne. Vor allem einer bekam es immer auf die Socken, Marcel Rath. Das Spiel hatte ein enorm hohes Tempo. Baschi klärt und dann geht der gelb-schwarze Express ab. Das ist Inzemann. Olivier Kajas, der hielt die linke Außenbahn und Lemmermann. 4 Tore hat Stefan Lemmermann bislang erzielt, aber eigentlich ist er doch mehr der Vorbereiter über außen. Heute spielt er zentral, das ist nicht wirklich seine Position. 25 Minuten gespielt, St. Pauli versuchte Raue reinzubringen, aber Aachen wie aufgedreht. Und Achtung, Hildmann gegen Bürger, eine ganz üble Szene. Des Aachener Bruce Lee hätte hier nicht höher mit dem Bein treten können als Hildmann. Bürger mit einer Risswunde am Auge, er musste genäht werden. Mit etwas Pech kann er das Auge verlieren. Unverständlich. Nach der Aktion Kajas gegen Weber und Hildmann gegen Bürger unter der Woche konnte man meinen, Aachen hätte hier Taekwondo-Einheiten gehabt. Der Schuss von Baschi und der Protest. War das Hand? Die Aufforderung an den Schiedsrichterassistenten, schauen Sie mal genau hin und wir tun das auf jeden Fall. Baschi mit dem Schuss, aber Stanislavski dreht sich ab, für mich kein Elfmeter. Die anschließende Ecke. Mark Rudin kommt. Der Australier heute zentral, der Ersatzmann für Frank Schmidt. Aufmunternd Eugen Hach, noch 15 Minuten Zeit bis zur Pause. Aachen machte viel Druck und St. Pauli lauerte hier auf Konter und die gingen manchmal ganz schnell ab. Bei Ramovic, Rath, Lenz und Baschinski rudern. Was für eine Szene, aber das wird sich auch André Lenz fragen, wieso ist der Marcel Rath so frei? Hatten die Aachener seine Torgefährlichkeit vergessen? Und Mark Rudin verhindert kurz vor der Linie das 0:2. Auch hier die direkt anschließende Ecke für den FC St. Pauli. Alemannia bekommt den Ball nicht klar weg. Und Baschinski ist plötzlich frei, dann aber der Pfiff. Es war auf Abseits entschieden worden. Das Spiel jetzt ausgeglichener. Die Aachener mussten Tribut zollen ihrem hohen Tempo, mussten einmal durchschnaufen.
und St. Pauli kam etwas besser ins Spiel. Vor allen Dingen hatten sie Platz für solche Angriffe. Und dann André Lenz und der gibt gleich wieder Gas in die andere Richtung. Der schnelle Kajas mit dem Ball schneller als Meglone. Lemmermann gegen Scheinhardt. Tolle Ballannahme von Stefan Lemmermann, aber schauen Sie mal hin. Ganz schön K.O. Stefan Lemmermann. Das war dann auch die letzte Chance der ersten Hälfte. St. Pauli führt mit 1:0 gegen Alemannia Aachen. Aber es sind noch 45 Minuten hier zu spielen. Viel Zeit, um das Ergebnis noch zu kippen oder noch einen draufzulegen. Das wäre dann sein Job. Marcel Rath, ob er heute noch trifft, erfahren Sie gleich. Spielen. Führen mit 1:0 durch dieses Tor von Henning Bürger aus der 11. Spielminute. St. Pauli jetzt von links nach rechts. Es gibt Freistoß. Christian Rahn. Mark Ruden in die Mitte. Megle. Rahn. Rath. Klong, das ging ans Aluminium. Die zweite Riesenchance des Goalgetters von St. Pauli. Bislang hat er 15 Mal in dieser Saison getroffen. Jappa führt noch die Torjägerliste mit 16 Treffern an. Aber wunderbar gemacht, ansatzlos abgezogen aus der Drehung, ohne auf das Tor zu schauen. Alemannia Aachen mit intakter Moral. Sie rannten, sie kämpften, aber es fehlte vorne die Durchschlagskraft. Bis jetzt jedenfalls. Olivier Kajas. Bernd Rau. Und Thierry Bajok. Der kleine Thierry Bajok ist eben noch kein Taifur Diane. Fast jeder Aachener Angriff über Ugo Inzemann, der überragende Mann auf dem Platz. Es gibt Einwurf Alemannia Aachen. Marc Spanier von Bayer Leverkusen gekommen. Auf Thierry Bajok. Und dann hinten völlig frei Olivier Kajas. Also spätestens jetzt wurde der Chinese Shihui dringend vermisst auf dem Tivoli. Aber auch Kajas ist ein Profi, wird bezahlt fürs Tore schießen. Und so frei muss man zumindest mal die Kiste treffen. Das Hinspiel endete bekanntlich 3:3. Heute schien es nicht so viele Tore zu geben, denn Pauli machte hinten dicht. Bloß nicht wieder wie zuletzt auswärts in Mainz kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen. Entlastung war wichtig und die schafft in diesem Fall Henning Bürger. Der sucht Marcel Rath und der sucht den direkten Weg zum Tor. André Lenz gegen diesen Aufsetzer. Dann nochmal Bürger und André Lenz. Jetzt sicher. Marcel Rath, das ist ein Vollblutstürmer. Ballannahme im 16 Meter, Kopf runter und drauf das Ding. Und dann wurde es hektisch auf dem Tivoli. Schiedsrichterassistent Ralf Brombacher wurde aus der Fankurve der Gäste beworfen mit Feuerzeugen und Bierbechern. Eine ganz böse Szene hier auf dem Tivoli. Die besonderen Spieler gingen sofort zu ihren Fans, sorgten für Ruhe und auch Schiedsrichter Albrecht strahlte sehr viel Souveränität aus. Er hatte das Geschehen im Griff. Nach einer kurzen Unterbrechung konnte das Spiel dann auch weitergehen. Landgraf auf Ugo Inzemann und Scheiner säbelt ihn um, das gab Gelb. Übrigens die 10. gelbe Karte, damit fehlt er gegen Hannover. Aber vielleicht ist ja noch ein Platz auf der Tribüne für ihn frei. Eugen Hach zog seine letzten Offensivjoker. Andreas Rüppel und Metin Telle kamen ins Spiel. Einwurf Baris, der war gekommen für Christian Rahn. Und dann Megle. Megle ist ja der torgefährlichste Mittelfeldspieler der zweiten Liga. Heute aber war er kaum zu sehen, dank der Manndeckung von Sascha Hildmann. Aachen forcierte den Druck. Fast alle Gelb-Schwarzen machten mit bei den Angriffsbemühungen. Und wieder Bürger, der die Situation erkennt. Blitzschnell und ein ganz fieses Ding für André Lenz, aber ich bin sicher, den hätte Aachens Keeper gehabt.
Bürger aus und gekennzeichnet in diesem Spiel. Und Dietmar Demuth, noch 20 Minuten zu spielen und dann würden die drei Punkte mit an den Kiez gehen. Aber Aachen hatte was dagegen. Inzemann, 19 Jahre junger Türke, heute sensationell. Kayas auf Metin Telle. Auch das noch ein ganz junger Spieler, erst 20 Jahre alt. St. Pauli wechselte jetzt. Toralf Konetzke kam ins Spiel. Marcel Rath ging raus nach einer tollen Leistung. Und der Dank der Mitspieler war ihm gewiss und natürlich auch vom Trainer, von Dietmar Demuth. Der FC St. Pauli kann aufsteigen aus eigener Kraft, wenn die Abwehr hält. Und es hieß noch 10 Minuten zittern. Olivier Kayas und Andreas Röppel wie ein Rüpel gegen Heinz Weber. Dafür gab es zu Recht die gelbe Karte, denn das war im Hoheitsgebiet eines Torhüters. Alemannia Aachen versuchte hier wirklich alles. Die Saison ist gelaufen, die Einstellung dennoch prima. Megle rau grätscht und ermöglicht Bürger, hier alles klar zu machen. Henning Bürger, da kommt Willi Landgraf. Foul oder nicht? Henning Bürger beschwert sich. Ein toller Einsatz vom Publikumsliebling Willi Landgraf, der hier nachsetzt, obwohl Henning Bürger einen komfortablen Vorsprung hat. Aber der Einsatz von Landgraf ist nicht, hier sehen wir es regelgerecht, er trifft nicht den Ball. Also Foul und es hätte auch die rote Karte geben müssen. Metin Telle. Marc Spanier, Hugo Inzemann. Inzemann versucht mal aus der Distanz. Es waren immer noch 5 Minuten zu spielen. Der Ausgleich lag in der Luft. Wir befinden uns schon in der Nachspielzeit. Einwurf Bernd Rau und dann 18 Mann auf 5 Quadratmeter. Was für ein Gewürge. Sie versuchen alles. Lämmermann mit der Chance. Stefan Lämmermann plötzlich frei im 16 Meter. Er war in der zweiten Hälfte kaum zu sehen, verpasst hier aber den durchaus möglichen Ausgleich. Stefan Lämmermann. Es blieb beim 0:1. Alemannia Aachen hatte zwar mehr vom Spiel, der FC St. Pauli aber die besseren Chancen. Wir machen eine kurze Pause, dann die Stimmen zu diesem kampfbetonten Fußballspiel. Ihren Kultclub abgeben an die erste Liga. Die Hamburger gewinnen in Aachen mit 1:0 und haben damit einen Riesenschritt getan Richtung Aufstieg. Noch über eine halbe Stunde nach Spielende sind die Fans hier des FC St. Pauli im Stadion, feiern ihre Mannschaft, fordern immer wieder die Spieler und auch den Trainer Thomas Mörs mit den Stimmen. Braun und Weiß kriecht unaufhaltsam Richtung erste Liga. Kein Wunder, dass die Euphorie Spieler und Fans gleichermaßen erfasste, auch wenn sich das in Worten nüchterner anhört. Die letzten 4-5 Spiele ist das ein ganz neuer Kuchen, der zu verteilen ist. Und den haben wir uns wunderbar zusammengebacken und dementsprechend wollen wir ihn jetzt auch genießen. Und dementsprechend gehen wir die ganzen Spiele an und ich glaube, wir stehen auch zu Recht da oben dieses Jahr.